Hallo und herzlich willkommen zur 20. Ausgabe Channel View hier auf Brain Content. Wir begrüßen euch ganz herzlich zurück. Lars ist natürlich auch dabei. Richtig, ich bin heute auch wieder dabei. Einen wunderschönen guten Tag. Heute haben wir übrigens für euch keinen Gast mit dabei. Klappt nicht jedes Mal, aber was wir euch garantieren können, in der nächsten Sendung haben wir wieder einen. Entweder jemanden aus dem Team oder sogar einen etwas größeren YouTuber. Aber da sind wir an was dran, da müssen wir mal noch schauen. Aber heute sind wir mal nur zu zweit, aber ist ja auch mal nicht schlecht, ne? Wobei da natürlich gesagt werden muss, wenn ihr Gäste vermisst, ihr könnt euch natürlich auch selber als Gast bewerben, wenn ihr mal dabei sein möchtet. Das ist richtig. Heute haben wir wie immer drei Kanäle rausgesucht, davon zwei deutsche Kanäle und einen internationalen Kanal. Und wir starten heute mit unserem deutschen Kanal. Und welcher ist das? Das ist heute der Kanal Andreas Korizyk oder wie auch immer er ausgesprochen wird. Derjenige weiß es selbst nicht. Und was der macht, das schauen wir uns jetzt mal an in einem kleinen Einspieler. Der deutsche YouTuber Andreas Korizyk macht auf seinem YouTube-Kanal hauptsächlich Vlogs, wie man anhand seines Kanalbanners schon entnehmen kann. Er ist ein Vlogger und von ihm kommt jeden Montag ein neues Video. In seiner Kanalbeschreibung gibt es ganz viel über ihn zu finden. Kurz zusammengefasst ist er 19 Jahre alt, er vloggt hauptsächlich über Sachen und er kommt aus der Stadt Mülheim. Wie wir den Content des 3103 Abonnenten starken Kanal von Andreas Korizyk bewerten, das erfahrt ihr jetzt. Ihr habt es ja gerade gesehen, Andreas macht praktisch Vlogs auf seinen Kanal. Ich vermeide absichtlich mal seinen Nachnamen, weil ich das einfach nicht falsch aussprechen möchte. Das würde blöde rüberkommen. Aber wenn wir Andreas sagen, reicht das ja und wir meinen auch nicht Semper-Video. Ja. Was kann man denn noch übergreifend zum Content sagen? Naja, man muss erstmal vorweg sagen, also es sind praktisch, also Vlogs in diesem alten klassischen YouTube-Stil, würde ich fast sagen. Also das, was ich eigentlich so ein bisschen von YouTube vermisse, das ist fast schon irgendwie dieses alte YouTube. Ich meine, wie ich das erste Mal den Channel gesehen habe und dachte ich mir am Anfang, oh, das ist so Mainstream-Content, aber beim zweiten Blick, wenn man genauer schaut, merkt man, oh, das ist es gar nicht. Hier gibt's keine Fakten oder Facts about me. Nee, das ist einfach irgendwelche Vlogs zu bestimmten Themen und da merkt man, dass der sich richtig tiefe Gedanken macht zu dem Thema und spricht das dann aus. Das ist eigentlich so der Content von Andreas, oder wie siehst du das, Passi? Ja, doch, finde ich genauso. Also das ist sowas, das sieht man wirklich nur noch ganz selten. Wir sind ja schon beide recht lange bei YouTube dabei. Bei mir sind es jetzt schon locker mal 5 Jahre. Und diesen Content hätte man früher als Mainstream bezeichnen können. Heute ist es dann aber doch eher eine Rarität unter den vielen Kanälen, gerade unter den vielen Vlog-Kanälen. Das ist schon was sehr Besonderes, wenn man sowas noch findet. Und wie man sieht, hat er auch leider Gottes nur sehr wenige Abonnenten für den tollen Content, den er eigentlich macht, ne? Ja, richtig. Das ist wirklich fast schade, dass der nur so wenig Abonnenten hat. Und es ist wirklich, wie gesagt, mir gefällt der Content wirklich sehr, sehr gut, weil man merkt wirklich, der macht sich wirklich viele Gedanken zu dem Thema und der sitzt da bestimmt auch im Hintergrund länger und das ist nicht einfach mal so schnell dahingerotzt wie bei anderen Kanälen oder einem anderen Kanal, den wir heute auch noch in der Sendung haben werden. Ja, eben. Ich meine mal, er achtet auch sehr auf andere Genauigkeiten. Also bei ihm stimmt auch immer so die Qualität der Videos außerhalb vom Inhaltlichen, das muss mal noch dazu gesagt werden, aber ist ja jetzt hier nicht für in die Content-Kategorie. Aber auch die Themen unterscheiden sich auch sehr von anderen YouTubern, die in dieser Kategorie da unterwegs sind. Also keine Standard-Vlogs auf jeden Fall, das sind immer etwas aktuellere und auch gut überlegte Themen und auf die wird dann auch sehr tiefgehend eingegangen teilweise, finde ich. Wie siehst du das? Ja, ich sehe das auch auf jeden Fall genauso. Also ich habe selten so eine Intensität bei auch so Vloggern erlebt. Also ich finde, der ist da schon wirklich eine Perle unter diesen Vloggern, die es da gibt, muss man schon sagen, doch. Ja, glaube ich auch. Also der ist ja schon sehr gut in die Richtung. Ja, auf jeden Fall. Der ist in seinem Fachgebiet wirklich sehr gut. Würde ich sagen, dann kommen wir jetzt aber mal zur Präsentation, wie sich Andreas präsentiert. Wie findest denn du, wie präsentiert er sich denn seinen Zuschauern? Das ist sehr nah und sehr sympathisch, würde ich fast meinen, ne? Also er redet so sehr direkt mit seinen Zuschauern und nicht so abweisend, so auf einer Augenhöhe. Verstehst du, was ich meine? Ja, genau, dasselbe Gefühl habe ich nämlich auch. Also er kommt bei mir sehr über eine sehr sympathische Art, finde ich, Art und Weise rüber, wirkt sehr bodenständig und ja, was vielleicht der eine oder andere nicht weiß, der leitet schon sein eigenes Unternehmen, nämlich irgendwie so ein Familienunternehmen, da ist der irgendwie der Leiter, weil irgendwie sein Vater mal verstorben ist und seitdem leitet er ein ganzes Unternehmen. Ist auch krass, oder? Der ist erst 19. Ja, das ist wirklich krass, ein ganzes Unternehmen in dem Alter zu leiten. Woher weißt du das? Das hat er mal in
glaube ich, in einer seiner Videos erzählt oder ich habe es mal irgendwo auf seiner Website gelesen. Also daher, Ja, das ist interessant. ganz interessant, ja. Fand ich auch, weil ich mir da gedacht habe, aha, nicht schlecht, mit 19 ein ganzes Unternehmen zu leiten. Ja, muss man auch erstmal hinbekommen. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, also die Art von ihm finden wir ja beide absolut sympathisch. Ich muss aber sagen, das ist ja kein nicht schlimm an sich, aber er kommt mir trotz dennoch irgendwie mit so einer gewissen Schüchternheit rüber. Aber das ist ja nichts Schlimmes. Wie findest denn du das? Ja, doch, auch so ein bisschen, wenn du es gerade erwähnst, doch so minimal, aber das muss nicht zwingend schlecht sein, weil dann wird er auf jeden Fall nicht so überheblich nervig wie andere Vlogger. Richtig, lieber ein bisschen der Schüchternheit als diese pure Arroganz von so anderen YouTubern. Ja, definitiv. Jo, dann würde ich sagen, dann kommen wir jetzt noch zu Sonstiges, wo wir auf die Produktionsqualität eingehen werden, auf den Banner und auf die Thumbnails und noch alles andere, was sonst noch zu sagen ist. Jo. Was kann man denn zur Produktionsqualität grundsätzlich sagen? Ich finde die Produktionsqualität eigentlich sehr gut. Er benutzt eine ähnliche Kamera wie ich, die 60D, und er hat ein recht gutes Objektiv da vorne drauf. Also die Bildqualität ist insofern immer gut oder recht gut ausgeleuchtet, scharf, immer gut scharf gestellt, und auch die Farbkorrektur ist nicht schlecht. Das ist richtig. Die Produktionsqualität finde ich auch für wirklich seine Verhältnisse für noch den recht kleinen Kanal wirklich sehr gut. Also da können sich wirklich so manch andere größere YouTuber eine Scheibe abschneiden. Also man merkt wirklich, dass er sehr bemüht ist, da eine gute Qualität zu liefern. Also sowohl inhaltlich als auch jetzt, wie gesagt, technisch. Und das merkt man wirklich, dass der da auch recht viel Arbeit in die Produktion reinsteckt. Ja, definitiv. Und auch der Ton ist gut. Also Finde ich auch. wird er immer separat nochmal mit abgegriffen, wie ich das da gelesen habe in seiner Beschreibung. Also definitiv sehr gutes Produktionslevel. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Was kann man denn zu den Thumbnails und zu dem Banner sagen? Ja, der Banner ist halt sehr einfach gehalten. Ist halt einfach ist einfach ein Bild, wie er vor der Kamera sitzt, wo man die Kamera und die Softbox noch mit drauf sieht und das Mikro und so weiter. Wo dann einfach ein Weichzeichner drüber gelegt wurde. Und ja, dann sein Name. Mit so ein paar Balken steht noch Vlogger dabei und dass es jeden Montag ein neues Video gibt. Das Ganze farblich abgesetzt mit Weiß und Rot, was aber an sich keinen schlechten Effekt erzeugt. Also ich finde wirklich, der Banner hat irgendwie was. Ich finde ihn eigentlich fast so ähnlich wie unser neuen Banner, ne? So ein bisschen zumindest. Also muss der gut sein. Also genau, also muss der gut sein. Von wem ist der wohl gemacht worden, der Banner? Vom König persönlich. Ach so. Ja. Ich hab den doch gar nicht gemacht. Nein, kleiner Spaß. Nee, ich. Genau, der Passi hat den gemacht. Nee, Schatz. Wie findest du denn deine Thumbnails? Sind ja so ähnlich im Stil. Nicht schlecht. Es ist nichts überladen. Es ist halt einfach immer ein Bild von mir. Ich denke teilweise Videoausschnitte und wo dann halt nochmal so das Thema des Videos draufgeschrieben ist. Richtig, also die Thumbnails sind in einem ähnlichen Stil wie im Banner und ich finde, die sind soweit eigentlich ganz in Ordnung. Ist jetzt nichts Außergewöhnliches, aber ist nicht überladen, also sie gehen eigentlich völlig klar. Ja, die geilsten Thumbnails hatte, glaube ich, bis jetzt so, die auch von uns am meisten gelobt wurden, war, glaube ich, sogar Montana Black, ne? Weil die sind wirklich sehr Ja, gut, finde ich. auf jeden Fall, die waren spitze. Hast du noch irgendwas zu sagen bei Andreas? Nee, eigentlich nicht. Nee, ich auch nicht mehr. Ach so, und doch, eine Sache noch, und zwar, ich finde seine Kanalbeschreibung, muss ich auch mal sagen, weil manchmal sage ich ja, wenn Leute gar keine haben, und da muss ich sagen, der hat wirklich eine sehr schöne Kanalbeschreibung, wo er sein Equipment aufzählt, seine Technik, was er macht und so weiter. Das muss man, finde ich, auch mal, ja, erwähnen. Ja, das muss man mal lobend erwähnen, das stimmt. Und er ist schon seit fast 5 Jahren dabei. Er ist nämlich am 6.12.2010 bei YouTube eingetreten. Ja, das ist eine ganz schön lange Zeit, ne? Ja, fast so lang wie ich. Ich glaube, bei Ja. mir war das 2009. Ja, bei mir auch so in dem Dreh rum. Wahnsinn, wie lange wir schon dabei sind. Wir werden Sein alt. erstes Video kam aber vor 2 Jahren erst, aber das tut's ja eigentlich nicht zur Sache jetzt. Nee, aber man merkt, dass er grundsätzlich schon lange dabei ist und auch wahrscheinlich dann die ganzen Designveränderungen und das alles erlebt hat, ne? Ja. Jo, ich würde sagen, jetzt werten wir, wie wir das immer machen, noch in unsere Punkte um und wir beginnen wieder mit Content. Wie viel gibst denn du dem Andreas in der Content-Kategorie? In der Content-Kategorie gebe ich ihm 6 von 10 Punkten. Wie soll ich das jetzt begründen, nachdem ich das so gelobt habe? Also es ist sehr guter Content, der sehr gut ausgearbeitet ist. Es sind halt immer noch Vlogs, das gibt's halt nun mal wie Sand am Meer. Aber das darf man definitiv nicht falsch verstehen. Ich würde sagen, das ist immer noch sehr guter Content. Er
hebt sich halt von der Machart, von der Innovativität her nicht großartig ab. Deswegen jetzt nicht mehr, aber 6 ist auch definitiv nicht wenig. Ja, nee, 6 sind schon definitiv in Ordnung. Ich gebe Andreas 7 von 10 Punkten. Also wie gesagt, ich finde das wirklich, was er da macht, wirklich sehr, sehr gut. Ich finde das absolut nicht Mainstream. Er macht sich viele Gedanken, das kommt rüber, man merkt's. Aber warum ich jetzt nicht 10 von 10 gebe oder so, der Grund ist halt einfach, es sind halt immer noch Vlogs und besseren Content gibt's halt trotzdem immer noch. Ja, man muss da ja auch schon ein paar Weißt du, Abstriche machen. Wie viel gibst du ihm hin in der Präsentation? was er in der Präsentation kriegt? In seiner Präsentation kriegt er von mir 8 von 10 Punkten, einfach wegen dieser wirklich doch sehr sympathischen Art. Brauche ich, glaube ich, nicht weiter zu begründen. Nö, ich schließe mich da an. 8 von 10. Ja, aus den genannten Gründen. Sonstiges. Sonstiges gibt es 7 von 10 Punkten. Videoqualität stimmt, Thumbnails sind geil, Banner ist auch okay, Avatar geht alles klar. Es ist nicht das absolute überkrasse Zeug, aber definitiv auch nicht schlecht und deswegen denke ich, 7 von 10 ist auch sehr gut. Ich habe das Gefühl, Passi hat bei mir meine Punkte heute abgeschrieben. Ich gebe nämlich ein sonstiges auch 7 von 10. Und ja, wie gesagt, aus den ebenfalls genannten Gründen. Das heißt, auf welche Gesamtpunktzahl kommst du denn? Das heißt, dass ich insgesamt auf 21 von 30 möglichen Punkten für Andreas komme. Ja, und ich komme damit auf 22 von 30 möglichen Punkten. Und ich glaube, das ist bei beiden durchaus eine Empfehlung. Ja, also da habt ihr es mal wieder gesehen, mir stellen nur schlechte Kanäle vor. Ach so, ja, richtig. Oh, wieder Haha. so ein Scheißkanal, aber auch, ja. Ja, also nee, Quatsch. Spaß beiseite, absolute Empfehlung und guckt auf jeden Fall mal rein. Genau. Ja, und damit würde ich sagen, kommen wir heute zu unserer internationalen Kategorie. Heute allerdings haben wir uns mal gedacht, heute stellt der Pascal euch mal alleine einen Channel vor. Ja, ganz genau. Und unser heute internationaler Kanal heißt Neumann Films, ein amerikanischer Kanal, der sich ja mit Filmemachen beschäftigt, wie man das vielleicht schon gut aus dem Namen und dem natürlich später noch erwähnt werdenden Banner entnehmen kann. Was da konkret vorgestellt wird, es werden immer wieder Equipmentteile von mehr oder weniger günstig bis sündhaft teuer vorgestellt. Es werden verschiedene Kameratypen in verschiedenen Preisklassen nebeneinander gestellt und dabei verglichen, wo da noch die Unterschiede liegen und wie klein diese Unterschiede immer wieder werden, aber wie wichtig es dennoch für die professionelle Filmszene zum Beispiel ist, mit einer Red statt einer Lumix GH4 zu filmen und so weiter. Also, dass die Unterschiede für den Consumer-Bereich nicht unbedingt so maßgebend sind, allerdings für den Profibereich schon. Das ist aber nur ein Video, auf das ich hier gerade eingegangen bin. An sich wird hier sehr viel Verschiedenes vorgestellt. Wie gesagt, es werden zum Beispiel auch Beispielvideos von verschiedenen Kameras in verschiedenen Situationen, wie zum Beispiel hohe Framerate, also 60, 90, 120 FPS oder auch Lowlight, also wenig Licht vorgestellt, wie sich diese Kameras in den jeweiligen Richtungen schlagen. Es werden Farbkorrektur-Packs auch viel vorgestellt, die man sich dann erwerben kann zwischen 19 und $39, wo dann immer verschiedene vorgefertigte, nochmal justierbare Farbkorrekturen sind, die auch wirklich allesamt sehr professionell und demnach auch ihr Geld wert sind. Das kann man definitiv nicht anders sagen. Und es werden natürlich Videos hochgeladen auf diesem Kanal, die schon für die ein oder andere Premiere gesorgt haben auf YouTube und die so auch nicht nachzumachen sind. Zum Beispiel der 8K-Hype auf YouTube, wo halt praktisch bekannt wurde, dass YouTube jetzt auch 8K unterstützt, war Neumann Films der erste Kanal, der ein 8K-Video produziert hat. Nämlich das, was wahrscheinlich jeder auf vielen Medien- und Nachrichtenwebsites gesehen hat. Ghost Towns in 8K. Das erste 8K-Video auf YouTube, soweit ich das mitbekommen habe und auch deutlich mehr geklickt als die anderen Videos, nämlich mit 4,3 Millionen Aufrufen ist das wesentlich mehr als im Vergleich zum Beispiel vom letzten Video, das vor einem Monat rauskam, das in Anführungszeichen nur 10.000 Aufrufe hat. Man muss aber sagen, dass die Aufrufe hier bei Neumann Films definitiv ja unfair sind, schon praktisch für den Content, der geboten wird, denn das ist alles sehr hochwertiger und professionell produzierter Content und man konnte schon immer gut was von diesem Kanal lernen und der ganzen Sache gut was entnehmen. Die haben sich praktisch schon immer mit Techniken beschäftigt, die man ganz gut einsetzen kann, wenn man vielleicht nicht so viel Budget auch zur Verfügung hat. Zum Beispiel, wie kann ich aus 1080p verlustfreies 4K erzeugen und so weiter. Muss man nicht zwingend ausprobieren, aber alleine, dass sie sich da so lange mit beschäftigen und das so lange ausklügeln und nachrecherchieren, bis sie es in einer verlässlichen Methode irgendwie immer haben, muss da auch schon irgendwo gewürdigt werden. Also irgendwo schade, dass der Kanal erst
erstens nicht unbedingt viele Abonnenten und zweitens nicht unbedingt viele Aufrufe hat. Zur Präsentation des Ganzen kann man nun mal leider relativ wenig sagen. Da sprechen relativ selten diese zwei Gesichter hinter dem Kanal. Das ist schade, aber halt auch nicht zu ändern. Zum Beispiel bei diesen Abkorrektur-Packs spricht er natürlich immer mal wieder ein, wie man sie anwendet und was sie bringen und wo man sie kaufen kann. Aber darüber hinaus sind das meistens eher Kurzfilme oder halt Reviews. In diesen Reviews stellt er sich nochmal vor. Das ist auch alles sehr sympathischer und man sieht ihn allgemein zu wenig, um sich da wirklich umfassend seine Meinung dazu bilden zu können, ob der jetzt irgendwie eine besondere Art hat oder nicht. Aber in den Videos, wo man ihn sieht und wo er auch spricht, wirkt er dann doch nicht schlecht. Was kann man bei so einem Kanal zu sonstiges sagen. Also man kann auf jeden Fall mal sagen, da wurde sich schon sehr viel Mühe mitgegeben und da kann man auch eigentlich immer wieder staunen, dass artiger Content auf YouTube wiederum erreichbar ist. Und man kann auch ruhigen Gewissens sagen, dass es so etwas von deutschen Kanälen vergleichbar nicht gibt. Also vom qualitativen Level her locker auf dem Niveau von Film Riot, den wir hier ja schon mal auch in Channel View hatten, der auch sehr, sehr viele Punkte bekommen hat. Also da kann man definitiv gar nicht meckern. Jetzt gibt es aber ein paar Kritikpunkte, zum Beispiel bei einem Vergleichsvideo Panasonic GH4 versus Red Epic versus Canon 5D Mark III RAW. Da wurde den Leuten unterstellt, dass sie nur mit der Lumix auf eine Stelle scharf gestellt haben und mit den anderen Kameras auf eine andere, weswegen dann gesagt wurde, dass man dann beim 300% Zoom aussagen konnte, dass die GH4 besser ist als die anderen Kameras, wo dann auch manche drauf geschlossen haben, dass da Panasonic ein bisschen Kohle hinterhergesteckt hat. Kann man aber nicht beweisen, aber das sind so Sachen, die man sich generell bei Reviews immer im Hinterkopf behalten sollte. Es kann nicht immer oder muss nicht immer objektiv sein, kann es natürlich schon, aber muss es nicht. Also das Video sagte praktisch aus, dass eine Panasonic GH4 für $1.400 mit ihrer 4K-Auflösung ein schärferes Bild erzeugt als eine fast $50.000 Red Epic mit 5K-Auflösung. Da wurde einfach nicht das Dach scharf gestellt bei der Canon und bei der Red. Anders hätte die Red die Lumix total abgezogen. Und die Canon hätte so oder so verloren, das ist egal. Das sind so Sachen, wo man sich immer darüber bewusst sein muss. Auch natürlich die Reviews von anderen Sachen, wie zum Beispiel Licht oder sie hatten auch einen extrem großen Kamerakran da. Da muss man sich immer im Klaren sein, dass sowas nicht unbedingt objektiv sein muss, dass da auch mal von diesen jeweiligen Anbietern, Herstellern und Shops, die das verkaufen, nachgeholfen wird. Aber das kann man auch gar nicht so extrem unterstellen. Die müssen ihre Videos ja auch irgendwie refinanzieren. Und allein schon die Tatsache, dass sie jetzt schon wieder auch eine Drohne da hatten, die mehrere tausend Dollar mindestens mal gekostet hat, macht das irgendwie schon wieder wett. Aber man sollte sich nicht immer auf solche Vergleichsvideos verlassen. Das kann man aber nicht nur auf diesen Kanal sagen, das kann man eigentlich übergreifend auf alle Kanäle sagen, die auch mal was extrem Teures vorstellen. Viel mehr kann ich jetzt eigentlich schon gar nicht mehr dazu sagen. Guckt euch den Kanal einfach mal an, wenn ihr darin ein bisschen interessiert seid, wenn ihr mal einfach ein paar coole Aufnahmen sehen wollt, auch. Ich würde sagen, ich bepunkte das Ganze jetzt so, wie ich es für angemessen halte. Die Präsentation, wie schon gesagt, ist von dem Moderator aus oder von dem Typen aus selten vorhanden. Deswegen kann ich da nicht mehr als 4 von 10 möglichen Punkten geben. Tut mir echt leid, wahrscheinlich wäre auch ein echt sympathischer Moderator, wenn er das mal öfters machen würde. Aber so an sich ist es halt einfach leider zu wenig. Den Content bewerte ich mit 7 von 10 möglichen Punkten, weil das doch meistens halt recht kreativ ist. Aber ja, so wie das, was ich hier gerade gesagt habe, irgendwie das Ganze auch ein bisschen schädigt und deswegen möchte ich das nicht zu hoch bepunkten und möchte da generell auch mal jetzt hier auch davor warnen mit Reviews und sonstigem. Wo ich gerade sonstiges sage, sonstiges gebe ich 9 von 10 Punkte einfach für die krasse Videoqualität und auch für das schöne Design. Das Einzige, was mir nicht immer so sehr gefällt, sind die Thumbnails, deswegen fliegt da ein Punkt, aber ja, ansonsten kann man da wirklich überhaupt nicht meckern. Das heißt also, dass der Kanal Neumann Films von mir insgesamt 20 von 30 möglichen Punkten bekommt und somit natürlich auch eine Empfehlung. Tja, wunderbar. Wenn euch diese Single-Besprechung heute von Parsing International gefallen hat, dann schreibt es uns doch auch mal in die Kommentare. Dann können wir ja sowas in Zukunft auch mal öfters machen, dass wir hin und wieder vielleicht in der Sendung auch mal alleine einen Kanal euch reviewen, ne? Ja, definitiv. Ja, dann würde ich sagen, das war die internationale Kategorie in der 21. Folge. Dann hätten wir noch einmal einen deutschen Kanal und welcher Kanal ist das denn?
Ja, es ist der Kanal der Qualitätsgeschmacksbomben, nämlich Shirin David. Und was die macht, das schauen wir uns jetzt Wow. in einem Einspieler an. Shirin David ist ein deutschsprachiger Kanal und wird von einer Frau mit dem Namen Shirin David betrieben. Sie macht auf ihrem YouTube-Kanal hauptsächlich Lifestyle-Videos, teilweise auch Beauty-Videos, Challenges oder Vlogs. In ihrer Kanalbeschreibung über sie ist leider nichts zu finden. Sie hat 1 Million Abonnenten und hat eine Gesamtaufrufzahl von 76 Millionen Abrufen. Wie wir den Content von ihr bewerten, das seht ihr genau jetzt. Ja, Shirin David. Wer ist das? Was ist das? Es ist sehr, sehr schwierig zu beschreiben. Hast du vielleicht die richtigen Worte? Es ist der neue Anti-Stern am deutschen YouTube-Himmel. Das, was keiner gebraucht hätte. Sagst du das ganz gut? So lässt sich das, glaube ich, ganz gut beschreiben, ja. Wenn man mal auf den Kanal von Shirin David geht, ich meine, beim ersten Blick glaubt man, das ist so der ganz, ganz dreckige, richtig dreckige Mainstream-Kram. Also wie Faktenvideos, Challenges und so weiter. Ganz so schlimm ist es dann nicht, haben wir beim zweiten Blick festgestellt, aber es ist doch schon ziemlich schlimm. Also es ist sozusagen noch die Kategorie darüber, also eine Kategorie darüber. Es sind praktisch so ähnliche Videos, nur nennt sie das anders. Beispielsweise das Video, es ist praktisch, nee, was hat's, genau, Dinge, die du nicht von mir gedacht hättest. Ja, das ist ein anderes Video für Faktenvideos, oder? Also mal ehrlich. Ja, definitiv. Ja, sie gehört auch zu dieser Gang. Das ist eigentlich so dieses unten durch Logo. Was man sieht, sie steckt halt voll in dieser antitollen Hamburg-YouTube-Gang darum und macht sehr viel Videos mit allem, was man auf YouTube hätte auch unbedingt nicht gebrauchen können. Zum Beispiel Dagi B oder Bibis Beauty Palace oder wie auch immer diese ganzen Oder Flöten Simon heißen, die Desio. wirklich niemand braucht. Ja, oder Simon Desio. Gewinnt jetzt eine Xbox und 500 € bar. Ne, 10.000. Übrigens, Oder dieses 10.000. Jahr bei unserer Weihnachtsshow gibt es auch mindestens 10.000 zu gewinnen. Da letztes Jahr niemand unsere Preise wollte, haben wir uns gedacht, dieses Jahr verlosen wir auch Eine 10.000. Xbox One. Ja, genau. Ach Gott, ja. Nee, also der Content ist schon ziemlich schlecht, muss man schon sagen. Und Shirin David, Ja. ja, wirkt irgendwie, und da gehen wir jetzt gleich mal in Präsentation, weil wo nichts ist, kann man nichts mehr sagen. Shirin David wirkt für mich irgendwie immer so wie so eine kleine Assi-Bitch, die auf Vornehmen macht. Ich weiß, so kommt mir das immer rüber. Sie wirkt irgendwie wie so eine richtige Assi-Bitch. Ja, also auf mich wirkt die so, wenn du zu Ostern Eier ausbläst und das Ei dann leer ist und das dann mit ihrem Kopf vergleichst, dann wirkt die so. Also die wirkt so ziemlich wie das dümmste Lebewesen auf Erden, das es gerade so hinbekommt, eine Kamera anzumachen und zu atmen und dafür auch noch Geld und Aufrufe kriegt. Ja, das ist aber wirklich so. Also das ist nicht so nur der, also wenn man wirklich sieht, die hat wirklich die Ausstrahlung von dem Toaster, ja, also das ist wirklich, da kommt nicht viel rüber. Die Intelligenz ist, glaube ich, bei ihr nicht sonderlich, also so wirkt sie zumindest. Wir können ja nicht reinschauen in ihren Kopf, aber sie wirkt zumindest so. Und was man ja sagen muss bei ihr, sie hat den Video Day dieses Jahr mitmoderiert. Und das spricht ja nicht gerade für sich. Ja, das ist fast so schrecklich wie Katja Krasavice oder wie die Alte heißt, Oh ja. anzugucken. Also, da ist echt nur der einzige Unterschied, dass diese komische Katja da halb nackt vor der Kamera rumrutscht, aber sonst ist alles gleich schrecklich. Also, ja, was? Also, diese Shirin David, ohne Witz, die wirkt wirklich extremst hohl und sie ist es wahrscheinlich auch. Fühlt sich auch wie die letzte Assi-Bitch, aber macht einen nur vornehmen, oder? Ja, so genau so ist sie. Also so macht sie das. Also ich weiß nicht, Shirin David ist irgendwie nicht so toll. Macht einen auf, ich bin so toll, ich bin so toll. Ich glaube, sie denkt auch von sich, sie wäre eine ganz lustige, glaube ich, wenn man da so ihre Videos Ja, anschaut. definitiv. Sonstiges. Ja, was kann man zu diesem über 1 Million starken Abonnentenkanal sagen? Ja, dass es der letzte Scheiß ist. Ja gut, der Banner ist nicht ganz so schrecklich wie bei ihren YouTube-Kollegen. Aber allein nur wegen dem schlimmen Wort, was oben drauf steht, kann ich nicht gutheißen. Naja, aber mal Der ehrlich, Avatar ist. der Banner, da ist in der Mitte ein Kreis, wo Shirin David drin steht. Toll! Ja, aber das ist immer noch besser als der Banner von Julienko. Ja gut, das ist aber auch nicht schwer. Links und rechts Ja. ist alles frei, in der Mitte ist ein kleines Shirin David Logo und das ist nicht sonderlich kreativ. Also passe, ich bitte dich. Ja, okay, gut, du hast recht. Ja. Ihr Profilfoto ist auch nicht ganz so schrecklich, aber auch nicht viel besser und die Thumbnail schlimme Sexualkrankheiten, die nicht mehr weggehen. Mit dem Profilbild kann man halt sagen, es wäre ganz schön, wenn ich sie drauf wäre, weißt Vielleicht einfach weiß. du? Genau, vielleicht einfach Ein guter weiß. Kontrast zum Banner der Kreativität.
Also was man auch noch gerade contentbezogenerweise sagen muss, Shirin lernt Autofahren. Ey, Digga, wen juckt's, wie heftig du in der Fahrschule verkackst. Oh ja, da macht sie Vlogs, wie sie Autofahren tut, ja. Da werden wir wieder Das übrigens ist beim so Vloggen. traurig, ganz ehrlich. Mein Fahrlehrer würde mich im Auto abstechen, wenn ich da die Kamera hinstelle. Darf ich mich filmen? Jo, wahrscheinlich. Ja, gut, das ist natürlich David. Da verliert aber doch auch die Fahrschule, jetzt ehrlich, da verliert doch auch die Fahrschule jeglichen seriösen Ruf bei, oder? Ja gut, wenn Shirin David die Fahr Also, wenn dann jetzt das 16-jährige Mädchen da hingeht zu der Mutter und sagt, Mama, ich möchte in der Fahrschule machen. Warum denn? Ja, ich hatte da so ein tolles Video drüber gesehen. Und dann die Mama sagt, ja, zeig mal her. Und die zeigt ja dann das Video, wie Shirin David im Auto verkackt. Da Ja, dann gehst du würde ich nicht auch hin. meine, ja, da würde ich meine Tochter auch in jede andere Fahrschule stecken, außer in diese. Ja, da gehst du nicht Definitiv. hin. Das ist rufschädigend hoch 10.000. Weil Ja. was diese, ja, weil diese Holy Teenies da toll finden, finden die Eltern extremst schrecklich und das auch völlig zu Recht. Oh ja. Nee, also das ist halt wieder so ein richtiges schlechtes Beispiel. Sie hat ja so eine Vlog-Reihe und das ist mal wieder so ein richtig schlechtes Beispiel für Vlogs. Wir hatten dort ein gutes Beispiel und das ist mal wieder so ein richtig schlechtes Beispiel. Yep. Ja, und man muss auch sagen, die Qualität in ihren Videos, die ist auch sonst nicht sonderlich hoch. Also jetzt nicht vom Inhalt, aber sondern vom Nö. Technischen. Für 1 Million Abonnenten, also der Ton, den sie da hat, also der ist jetzt nicht sonderlich toll, also muss man mal ganz ehrlich sagen. Und auch Nö. sonst, vom Bild und so, das finde ich irgendwie, weiß nicht. Ja, ist wirklich, ne? Das ist dieses typisch überbelichtete Scheißzeug. Also lernt mal die Kamera richtig einzustellen. Ihr habt 1 Million Abonnenten. Richtig, Oder richtig. stellt sie in den Automatikmodus. Das kann sogar der schäbigste Automatikmodus besser als ihr. Jo. Ja, und auch die Thumbnails, wie gesagt, hast du ja gerade schon gesagt, das wirkt wie eine Geschlechtskrankheit. Also wenn ich die sehe, muss ich auch in einem Strahl kotzen. Also es ist wirklich ganz, ganz schlimm, die Thumbnails. Das ist das Schlimmste an ihrem Ja, Kanal, wirklich, neben ihr selbst. dieses Thumbnails sind Tripper. Das ist wirklich schrecklich. Ja, ist echt so. Ach ja, jetzt bepunkten wir doch die gute Shirin David mal noch. Wie viel gibst du denn in Content? Oder auch, was ich auch noch dazu sagen muss, ja, Ja. ist natürlich mal wieder die Betitelung der Videos Porno Wasser Challenge mit Live with Melina und Liont. Hallo, was soll denn so eine Scheiße? Wie kann man denn bitte schön eine Porno Wasser Challenge machen? Wie? Ja, klickgeile Titel, damit spart Shirin David anscheinend auch nicht. Ja, Ja. das stimmt. So, aber jetzt bepunkten wir sie, aber jetzt wirklich, jetzt kriegt sie es von uns. Ja, geben wir es ihr. Geben wir Aha. es ihr. Aber so richtig. Wie viel gibst du ihr denn den Content? Also, in Content gebe ich ihr, rate mal. Einen? Ha, du hast so recht. Einen Punkt in Content für Sherry David. Du? Oh Gott, da muss schäme ich mich jetzt fast gleich schon für meine Punktzahl, die ich gleich nennen werde. Ich glaube, Passi wird mich nach der Aufnahme umbringen. Ich gebe Shirin David in Content 5 von 10 Punkten. Aber das Ganze hängt damit zusammen, weil sie macht nicht ganz diesen Mainstream-Content, aber der Content ist immer noch belanglos und deswegen 5. Außerdem dachte ich mir, kann man mal machen. Diesem Hohlkörper gibst du 5 Punkte Ja. und Andreas gibst du 7. Hast du Ja. jeglichen Bezug zur Realität verloren? Ja. Egal, was du nimmst, wechsel den Dealer. Ach ja, ich wollte mal provozieren in der Sendung, deswegen gebe ich einfach mal 5 und bin so frei. Ja, kann man mal machen. Das kannst du noch mal mit der Rohrzange nach der Aufnahme besprechen hier, ja? Oh mein Gott, mein Gott. Naja, machen wir weiter. Wie findest du die 5 nicht Präsentation. gerechtfertigt oder was? Mensch. Nee, finde ich überhaupt nicht. Ich finde, 1 ist schon zu viel. Diese ganze Gang-Scheiße kannst du abschließend mit 111 beantworten. Aber nein, Lars gibt 5 für Shirin David. Ja, mein Gott. Jo, Sei doch nicht immer so böse. als nächstes gibst du noch Katja Krasavice 10 von 10, weil sie nackig vor der Kamera rumrutscht. Genau. Warum nicht? Kommt darauf an, auf was ich da sehe. Nee, anderes Thema. Also Präsentation. Wie viel gibst du denn da? Ein Punkt. Ich gebe 8. Nein, Spaß, einen. Schön. Ich will es ja nicht übertreiben. Sonstiges. Ein Punkt. Ja, da gebe ich jetzt aber auch hier einen. Nochmal, ja? Also so eine Scheiße kann man nicht verantworten, echt nicht. Wie jetzt, dass ich 5 Punkte gegeben habe in Content oder den Kanal? Oder beides? Beides. Ach so. Wirklich beides. Gut. Wie viel kommst du denn gesamt? Lass mich nachrechnen auf 3. Ja, und ich komme auf 7 von 30 Punkten.
Bitte, flamed Lars dafür in den Kommentaren. Ich führe jetzt den Hashtag ein. Hashtag Lars, komm mal klar. Schreibt das bitte alle in die Kommentare. Ach, also, das hat sie doch verdient. Also, ich finde, sie Du hat hast das schon Schläge verdient. verdient. Sharon David bekommt somit von Pasti 3 und von mir 7. Und das war heute unsere deutsche Kategorie. Ja, Schande über dich. Tja. Nein, Quatsch. Nee, man kann es halb verstehen, aber das ist bei mir einfach so eine innere Blockade. Also, ich kann deine Bepunktung wirklich zum Stück oder zum Teil nachvollziehen, aber ich könnte es einfach aus Prinzip heraus nicht. Aber ja, gut, umso cooler, wenn du es kannst. Ich sag mal so, wenigstens einer kann es nachvollziehen. Ich kann es noch nicht nachvollziehen. Ich dachte mir einfach mal, gibt's ja mal fünf. Warum nicht? Ja, das war sie aber jetzt hier, unsere deutsche Kategorie. Und jetzt gibt's noch die Abmoderation. Das war's dann auch schon wieder mit der 21. Ausgabe von Channel View. Ich hoffe, euch hat es wie immer gefallen. Daran kann ich mich nur anschließen. Wir hoffen, dass ihr wieder ein bisschen Spaß hattet aus der Sendung, vielleicht eine Empfehlung mitnehmen konntet und eine Nicht-Empfehlung. Sogar zwei Empfehlungen ja heute und eine Nicht-Empfehlung. Wir hatten heute mal wieder nur schlechte Kanäle eigentlich. Wie siehst du das? Ja, wie immer. Standard Ja, normal. wie immer, genau. Also, warum sollten wir hier auch mal was Gutes vorstellen? Ja, wenn ihr mögt, dann sehen wir uns auch im nächsten Monat wieder oder in einer der anderen Brain-Content-Formaten. Prassi ist ja in Nachgeschaut noch zu sehen in Brainwatch kommt noch den Monat. Brain Talk, Brain Talk, vernetzt. vernetzt, genau. In all diesen Formaten. Vernetzt und Brain Talk bin ich auch mit dabei. Da könnt ihr mich auch nochmal sehen, wenn ihr sagt, Mensch, die waren aber lustig. Die wollen wir nochmal sehen den Monat. Könnt ihr alles tun. Wenn ihr sagt, ja, die will ich wieder in Channel View sehen, dann schaltet ein. Am besten am 5.11. Da sehen wir uns dann nämlich das nächste Mal. Und dann zum vorletzten Mal in dem Jahr mit Channel View. Wahnsinn, oder? Definitiv. Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Ja, ist krass, hat gar nicht lange gedauert, so an sich, ne? Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Es wird jedes Jahr, finde ich, geht das Jahr schneller rum. Mhm, das stimmt. Ansonsten bedanken wir uns bei euch fürs Zusehen und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.